Jo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen Four Nights of Apocalypse Video. Willkommen damit zum neuen Kapitel und zwar zu Chapter 30. 30 Kapitel sind schon am Start von dem Sequel-Manga. Ich habe Bock mit diesem Kapitel. Gehen wir mal wieder in Richtung Hauser und Hauser zeigt mit diesem Chapter mal endlich, was er so auf dem Kasten hat seit dem Ende von Seven Deadly Sins. Auf jeden Fall ein gutes Chapter auch von seiner Seite aus. Das war ja die letzten Wochen nicht so krass, also zumindest konnte man nicht wirklich behaupten, dass Hauser hier irgendetwas leistet. Jetzt haben wir endlich mal das Gegenteil am Start, also wir kommen auf jeden Fall drauf zu sprechen. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Four Nights of Apocalypse verpassen wollt. Und an dieser Stelle kann es losgehen mit dem Kapitel und meiner Wirbelsturm-Review. Das Kapitel beginnt mit Percival, der sich dem riesigen Drachen stellt und Donny sowie Edlin aus der Gefahr gerettet hatte. Wir wissen noch vom Cliffhanger des letzten Kapitels, Edlins Drache ist komplett rumgewütet, Amok gelaufen und hat hier das Dorf oder die Stadt Kant vernichtet oder so ziemlich fast alles davon, und Percival ist jetzt hier gegen den Drachen getreten, hat eine Art Full Counter rausgehauen, also die Flammen des Drachen gegen ihn selber wieder geschossen, aber diese Attacke hatte keine Wirkung auf den Drachen, was ich auf jeden Fall ziemlich gut finde, dass Percival auch hier in diesem Szenario nicht so overpowered dargestellt wird. Tatsächlich wird hier ein gewisser Kräfteunterschied mit reingebracht, was ja am Anfang des Mangas noch ein potenzielles Problem gewesen wäre. Gut auf jeden Fall, dass man konsequent dabei bleibt und sagt, okay, Percival wird jetzt hier nicht Gegner für Gegner wie Saitama-Art one-shotten, das passiert nämlich nicht. Nasiens versucht unterdessen, den kleinen Babydrachen mit Medizin zu heilen, der eben von der Gruppe gefunden wurde, während Hauser weiterhin beleidigt auf dem Boden sitzt und einen auf Miesepeter macht. Er wundert sich jetzt, wieso dieser komische Fuchs ihn so doof anschaut. Hier hatten wir auch beim letzten Mal darüber gesprochen, dass Sin nicht wirklich anfängt, vor Hauser zu reden, was definitiv komisch oder merkwürdig ist, weil die beiden ja anscheinend aus Lyonis kommen. Hauser ist der Anführer der Holy Knights von Meliodas Königreich, also warum kennen die sich nicht? Auf jeden Fall schon etwas komisch das Ganze. Die beiden kennen sich wirklich nicht und Sin fängt jetzt hier langsam an, vor Hauser zu sprechen, und er sieht ihn hier das allererste Mal, was auf jeden Fall krass ist, also das hätte ich nicht unbedingt erwartet. Sin erklärt ihm hier auf Ehrenbruderbasis, was Donny auf sich genommen hatte, und das finde ich von Sins Seite aus wirklich sehr, sehr cool. Also, dass er Donny gegenüber halt auch seinen Respekt deutlich macht vor Hauser, das finde ich wirklich richtig nice an Sin. Das hätte ich nicht erwartet, dass er das hier macht, dass hier natürlich die Gruppe für Donny einsteht, okay, aber dass Sin jetzt sogar hier hinkommt und sagt, ey Hauser, was bist du eigentlich für ein Vollidiot als Hauptmann der Heiligen Ritter? Schau mal, was Donny alles gemacht hat. Er hat sogar eine ganze Stadt gerettet. Er hat gegen einen Chaosritter unter anderem, natürlich nicht eins gegen eins, aber unter anderem gegen einen Chaosritter von Arthur gehandelt. Also halt mal den Ball flach. Das finde ich wirklich sehr, sehr nice, dass Sin hier auch einsteht für Donny. Fand ich sehr nice. Sin sagt dann, dass Percival einer der Four Nights of Apocalypse ist und macht ihm das Ganze quasi klar. Also spielt halt mit offenen Karten. Ebenfalls kriegen wir einen kleinen Hinweis zu Percivals Power, denn Sin sagt hier, dass er nicht mal ansatzweise bei der Kraft ist, die er potenziell haben sollte. Hier wird auch von der Hälfte der Kraft gesprochen. Also er ist nicht mal bei der Hälfte der Kraft, die er eigentlich haben sollte. Ist also auf jeden Fall auch schon mal ziemlich heftig. Da wird wahrscheinlich noch einiges kommen, was Percival betrifft, aber auch die anderen Knights of Apocalypse. Und Donny habe natürlich sein Leben für eine Stadt aufs Spiel gesetzt, was ich gerade schon mal erwähnt hatte. Er hat gegen Ironside gehandelt. Hauser ist hier komplett sprachlos, wie sehr er sich in seinem Schüler geirrt hatte. Und hier erleben wir auch diese kleine Entwicklung. Hauser überwindet sich selber von dieser kleinen Zicke, die letzten Chapter über, jetzt zu dem Heiligen Ritter, der eigentlich
sein sollte. Was ich nice finde, dass wir jetzt endlich mal Hauser in Aktion sehen können. Wir springen wieder rüber auf das Kampfgeschehen. Und zwar sehen wir hier Percival, wie er zusammen mit Donnie und Edlin im Team gegen den Drachen kämpft. Allerdings sind alle Angriffe wirkungslos. Also der Drache ist viel zu stark. Hauser erhebt sich dann, wie gesagt, und bittet Nasiens mit seinem Venom-Mixing, seiner Magie, seiner Fähigkeit, den Alkohol aus Hauser zu entfernen, damit er wieder nüchtern ist, damit er wieder zu Kräften kommen kann. Er macht sich nun endlich bereit, quasi dem Kampf beizutreten. Percival kümmert sich nun alleine gegen den Drachen, während Donnie und Edlin abhauen. Doch seine Angriffe kitzeln den Drachen bloß. Wie gesagt, also er ist halt kräftetechnisch überhaupt nicht auf dem Level von diesem Drachen. Und es sieht wirklich schlecht für die Gruppe aus. Der Drache durchbohrt dann sogar Percivals Körper. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, oha, stirbt Percival jetzt schon wieder oder was? Allerdings war es hier nur eine Kopie, die Edlin natürlich mit seiner Magie erschaffen hatte. Damit hat er den Drachen quasi abgelenkt oder verwirrt, damit die Gruppe entkommen kann, weil Donnie und die anderen auch festgestellt haben, dass selbst Percival nichts gegen den Drachen ausrichten kann. Die Gruppe haut dann ab und begegnet beim Weglaufen oder beim Wegreiten mit Silver, mit dem Pferd, eben Hauser. Sie kreuzen dann Hauser auf dem Weg und Hauser versprüht einen ganz anderen Vibe als jetzt noch die letzten Wochen oder generell, wie wir ihn bisher in Fortnite gesehen haben. Er hat eine komplett andere Aura. Er bewegt sich auf direktem Weg zum Drachen hin, anders als die Gruppe, die versucht von ihm wegzukommen. Ein tobender Wirbelwind umgibt ihn dabei. Er hat wirklich eine absolute Boss-Aura, feiere ich ultra krass. Alle sind sich sicher, dass selbst ein Hauser gegen den massiven Drachen nicht ankommen kann. Doch Donnie ist hier der Einzige, der an seinen Meister glaubt und ganz genau weiß, wie stark er sein kann. Der Drache setzt jetzt zum Angriff an, setzt alles in Brand, aber Hauser nutzt sein Rising Tornado und schießt die Flammen einfach in die Luft. Die Gruppe ist absolut schockiert, wie stark Hauser ist. Hauser setzt jetzt selber zum Angriff an und setzt die Attacke World Shock ein. Er nutzt also auch hier wieder einen Wirbelsturm, einen Schockwirbelsturm kann man sagen. Und damit ballert er diesen riesigen Drachen sowas von komplett weg. Also man kann sogar fast schon sagen, er one-shottet ihn bis ins Unermessliche. Also das war wirklich, wirklich ein nices Panel. Holy shit. Und Percivals Gruppe kann ihren Augen nicht trauen, wie stark der Bosowski von den letzten Chaptern eigentlich in Wirklichkeit ist. Also ich fand dieses Chapter gegen Ende hin wirklich übernice. Also sehr, sehr krass. Hauser macht einen guten Eindruck, zumindest was das Chapter betrifft. Die letzten Kapitel, naja, da haben wir schon drüber gesprochen. Das nächste Kapitel heißt ein echter heiliger Ritter, genauso wie das Endstatement von dieser Episode. Also werden wir wahrscheinlich den Abschluss von diesem Arc hier bekommen. Wie gesagt, ich halte es für möglich, dass der Drache nochmal wieder aufsteht, sich erheben kann, dass man den Drachen dann mit dem kleinen Drachen wieder vereint, sodass der Drache dann nicht mehr wirklich für Zerstörung ist oder so etwas, dass er mit seinem Kind wieder vereint ist und dann vielleicht als Wiedergutmachung die Gruppe nach Lyonis fliegt oder so etwas. Könnte ich mir gut vorstellen. Damit wäre es das von diesem Kapitel gewesen. Lasst mir gerne eure Eindrücke unten in den Kommentaren da. Wie fandet ihr Hausers ersten richtigen Auftritt? Wie fandet ihr den Moment von Sin, wie er für Donnie eingestanden ist? Also wie gesagt, ich fand das auf jeden Fall von Sins Seite aus eine absolute Ehrenbruder-Aktion. Damit bin ich raus. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.